Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Murder Mystery am heutigen Tage. Wir sind hier im Goldrausch mal wieder und ich habe mich hier schon ein bisschen aufgewärmt. Ich hatte vorhin einfach mal 21% und ich bin nicht Mörder geworden. Wie geht das bitte? 21% so fertig noch nie im Leben. Aber wir können uns hier gleich mal von meinen 2 Gold einen Kaktusreiniger kaufen. Und die mitnehmen. Die sind okay. Auf jeden Fall. Schon mal geht's hier ordentlich zur Sache. Vorhin war der Mörder auf K. Habe ich einfach mal diese eine Frau gekillt, die im Lüfter stand. Ja, war Mörder. Super. So macht das Spiel ja gleich doppelt so viel Spaß. Oh, Junge, Junge. Das nehme ich gern mit. Gut, ich habe gesehen, der Mörder hat jemanden in einem Haus gekillt. Jetzt die Frage. Hä? Lul? Ach, der Rote war es. Ah, okay. Gut, dann versuchen wir es am besten noch einmal erneut. Ich hoffe mal, dass wir diesmal ein bisschen schlauer wären. Also, Leute, hier, die einfach am Anfang schreiben, wer der Mörder ist, die kann ich irgendwie schon nicht mal ernst nehmen. Da gucke ich dann mir auch extra die Leute an, wer das ist. Und dann weiß ich, okay, von dem tue ich erstmal Abstand halten. Denn manchmal ist das eine richtig dumme Taktik und verraten sich dadurch selbst, warum man das macht. Ich weiß es nicht. Mitarbeiter des Monats ist Josh. Ich glaube, Josh hat Feierabend gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Ne, dahin lag keine Leiche. Okay, wo ist denn der gerade unterwegs? Okay. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal am Iron Man vorbei. Oh nein, 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 oh nein. Lauf, 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 Teddy. Lauf. Schnell. Schnell. Unterstellen, unterstellen. Da, hier, 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 Iron Man. Wie heißt der Iron Man da? Abby. Iron Man. So, der ist es. Okay, wo ist er? Hier vorne gleich. Okay, der Bogen wurde aufgesammelt. Oh, schön, dass du Iron Man reinschreibst. Hab ich. Oh Gott, nee, das war der Typ nicht. Das war der, der irgendjemanden beschuldet hat. Wo ist der Iron Man unterwegs? So, hier nochmal. Ich brauche noch 3 Gold. Schnell. Schnell. Ist er hier auch gerade unterwegs? Da ist er unterwegs. Okay, der versteckt sich hinterm Baum. Okay. Nein, nein, renn. Oh. Okay, jetzt zack. Lauf, lauf, lauf um dein Leben. Und schnell, das ist mein. Nein! Warum mobbst du mir es weg? Dann schieß ihn bitte wenigstens ab. Danke. Oh nein. Ich finde kein Gold mehr. Das ist jetzt nicht der ideale Zeitpunkt. Wir haben nicht mehr 2 Minuten. Okay, GG. Das war's dann auch. Ich bin wieder unschuldig. Ich war direkt, glaube ich, in der 2. Runde Detective. Da hatte ich 7%. Vielleicht haben sie die von, was weiß ich, von einer Woche habe ich gespielt. Aufgehoben hoch. Internet. Mach ich jetzt keinen Miesepeter hier. Oh, der Mörder war, glaube ich, noch nicht aktiv. Er lässt ruhig angehen. Die Leute bringen sich lieber selber um. Oh, Moment mal. Ich glaube, das war gerade der Klang eines Schwerts. Dann schauen wir mal hier vorbei. Hier liegt niemand. Okay, das Mädel ist unschuldig. Nehme ich an. Hey, aber ich sehe hier nirgendwo Leichen. Wo sind die denn alle?
Da unten. Oh Gott. Schönen guten Tag. Junge, ich fühle mich hier wie in Hogwarts. Mit den fliegenden Fackeln. Ach, da unten versteckt sich jemand. Sehr schlechtes Versteck. So nebenbei. Okay, 4 Unschuldige übrig. Okay, ist doch locker dieser Cheeseman. Der Käsemann ist es. Der Käsemann hat uns verraten. Okay, okay, okay. Da unten. Ja! Nein! Och nee, ich hab ihn sogar gerade noch gesehen und wollte mich umdrehen. Ja! Och Gott, wieso schießt du denn nicht? Moment mal, war... Ach nee, das sind die Spectator. Wieso hat er denn nicht geschossen? Worauf wartest du denn? Na gut, dann spielen wir das Ganze mal nochmal. Ich hab ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Dann werde ich endlich Mörder. Ich hab bestimmt schon 20 Runden gespielt. Ich nehme extra mal ein bisschen später auf, damit ich in der Aufnahme Mörder werde. Aber wenn ich jetzt die nächste Runde kein Mörder werde, da mache ich einen Cut. Nö. Das sehe ich dann auch nicht ein. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Was Leute sich für Skins reinmachen. Und du bist einer der Sorte, die ich überhaupt nicht leiden kann. Einfach in irgendeiner Ecke verkriechen und nichts beitragen. Ganz super. Aber ich finde auch, der Mörder, obwohl zu einem ist die Zeit manchmal gut, aber manchmal auch ein bisschen zu kurz, finde ich. Wenn man immer alles unauffällig machen will, braucht man schon ein, zwei Minuten länger, wie ich finde. Und dann diese, manchmal gibt es ja auch Random Killer. Das ist dann eben auch nicht so klasse. Aber was ich auf Hypixel schön finde, dass wenn man zum Beispiel Detective ist, kann man nicht random killen, weil wenn man einmal unschuldig einen gekillt hat, ist man direkt auch tot. Was eigentlich nicht viel Sinn macht, warum man dann auch tot ist. Aber schon mal gut gegen Random Killer. Ja, ich glaube, das war dann doch mein Gold. Tschüss. Ja, da guckst du blöd, ne? Ha. Okay, es gibt eine Unwetterwarnung. Der Mörder ist, glaube ich, eingenickt, so wie das hier im Scoreboard, wie ich das so betrachten kann. Na gut, da ich kann ja auch ein bisschen Kuchen essen. So. Du kannst deine Hautschicht nicht umschalten, während du in einem Spiel bist. Hautschichten, als ob ich mir das Fell vom Leib reißen würde, so reden die hier mit mir. Was ist das denn hier? Ist eigentlich schon ganz gemütlich hier zu gucken und zu warten, vor allen Dingen, wie die Map außerhalb aussieht. Auch mal sehr spannend zu sehen. Ja, der Typ ist, glaube ich, ein bisschen dumm in der Birne und ein bisschen Matschepampe, aber egal. Na gut, ich halte euch mal auf dem Laufenden, wenn ich hier von meinem Außenposten was herausgefunden habe. Okay, den Typen haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber er fällt sich normal. Okay, Monsieur kommt hoch. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Moment, den nehmen wir mal unter die Lupe. Der ist mir nicht so ganz geheuer, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, wir nehmen die Verfolgung auf. Nein, bleib doch stehen. Ach, komm schon. Hier. Ich einmal nach unten, bitte. Wo ist... Okay. Der Mörder hat zugeschlagen. Wenn vielleicht auch das erste Mal. Er schlägt jetzt zu. Was? Nein, das war ein Hinterhalt. Ich wurde abgelenkt. Nochmal spielen. Ey, das war doch so... Och. Nee. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wie im Scoreboard, aber auch im Inventar zu erkennen, könnte man denken, ich wäre diese Runde kein Unschuldslamm. Dem ist dies auch so hinzuzufügen. Jedoch habe ich eine Mission. Rennt hier hinten irgendjemand rum? Moin. Und tschüss. Ich war gar nicht hier. Nein. Der Typ kommt mir gerade nicht so gelegen.
Okay, wir verschwinden unauffällig. Was? Wieso, hä? Ich hab doch gar keinen Detective umgebracht. Wie soll denn das funktionieren? Da liegen Leichen, hä? Wie geht das? Moment, stopp, ich hätte gerne eine Mitfahrgelegenheit. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns mal im Haus etwas um. Vielleicht finden wir hier den einen oder anderen Gastgeber, der uns hereinbitten möchte. Nee, heute niemand daheim. Schade. So, sofort ein Unterschlupf. Guten Tag. So. Mal sehen, ob wir heute noch Besuch bekommen. Der Bogen wurde fallen gelassen. Wie funktioniert das? Ich bin alleine. Das geht gar nicht. Hä? Als ob es hier noch einen zweiten Mörder gäbe. Okay, ich glaube, kann es sein, dass der eine oder die eine mich im Verdacht hat? Oder einfach random. So, jetzt kommt. Ups. Und tschüss. Da habe ich mich wohl gerade vertippt. Entschuldigen Sie. Okay. Also gerade kommt mir hier, glaube ich, niemand entgegen. Okay. Niemand holt sich den Bogen. Da oben ist jemand, den schnapp ich mir. Komm, nehme ich mit. Wo? Einer ist schon mal oben, das habe ich gesehen. So. Die verstecken sich doch hier sicher. Nee. Die sind beide unten. Ihr wollt mich doch veräppeln. So. Hä? Nein. Nein, fahr schneller. So. Nee. Also jetzt wird's hier mal unfreundlich. Ach, komm schon. Aber das ist auch echt lame. Das ist echt lame, muss ich sagen. Okay, wenn sie einen nur noch einen Fall hatte, dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Aber was ist denn mit der anderen Person? Die haben doch den Bogen bekommen. Anstatt, dass sie es mal versuchen, verstecken die sich einfach nur wie kleine Gangsterbären. Was weiß ich. Hallo, funktioniert das auch? Ja gut. Na, ich gehe jetzt erstmal eine Runde Wein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Augen sehen. Tschüss!